Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir müssen die Gespräche hier belauschen. Es geht immer noch um das Seemonster von dem... Hast du das gesehen? Da kannst du deinen Arsch verdecken. Das Biest war schrecklich. Wo war's? Hinter dem Wellenbrecher. Kam an die Oberfläche, sah sich um und tauchte wieder ab. Was ich sah, war gut 30 Fuß. Und wer weiß, wie viel noch unter Wasser war. Sehr schön. Ja, es geht immer noch um dieses Seemonster. Da müssen wir einige Gespräche belauschen. Ein alter Mann ist immer dabei, wenn das Biest auftaucht. Jack sagt eine Menge Sachen. Doch diesmal glaube ich ihm. Es heißt, er kommandiert das Ding. Ein alter Mann gibt dem Kraken Befehle? Was für ein Seemannsgarn. Weiß nicht, Kumpel. Viele Männer spinnen alle dasselbe Garn. Ja. Genau. Und wo sind wir jetzt bitte schön gelandet? Im Pirates of the Caribbean, oder? Den Kartenbeschwörer soll es gut sein. Der Alte liegt nicht weit von hier begraben. War eine Pestbeule. Gut, dass er tot ist. Der Alte, der den Kraken lösen konnte, hat kürzlich ins Gras gebissen. Seitdem ist das Biest nicht aufgetreten. Was also war? Hab ich nicht gesagt. Frag doch seine Witwe. Sie ist immer an seinem Grab. Alles klar. Euch in meiner Gnade, wenn auch nicht in seiner. Dann gehen wir mal zu ihr. Wollt ihr ihm die Ehre erweisen? Ihr seid der Erste. Er hatte nicht viele Freunde. Die Menschen verstanden ihn nicht. Er war ein guter Kaufmann, ein guter Ehemann. Mir hat es nie an etwas gemangelt. Alles klar. Die Werkstatt des Kaufmanns untersuchen. Da muss ich dann erstmal auf die Karte gucken. Damit mir das auch angezeigt wird, wo genau ich denn dahin muss. Und ich denke mal, wir hatten ja auch noch eine andere Abenteurermission mit einem Bären. Ich denke, da müssen wir dann auch auf solche Abenteurerzeichen achten. Oder fühlst du dich wohl da drin? Vielleicht sollten wir es etwas unangenehmer machen. Nee, den befreie ich jetzt nicht, das mache ich später. Den lasse ich jetzt mal hier so verrotten, sage ich mal. Okay, gucken wir uns doch mal hier um. Hier haben wir einen Hinweis. Ein Tauchanzug, der extrem genial aussieht. Rätsel um das Dingenskirchen gelöst. Das amerikanische Seemonster. Also hat er sich jetzt dann so verkleidet und auf Seemonster gemacht? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ich meine, da fällt doch keiner drauf rein, oder? Wenn sich jetzt da so einer verkleiden würde? Glaube ich irgendwie nicht. Ja, brave Hundi. Ah, die streichle ich mal. Ganz liebes Tierchen. Finde ich auch sehr schön, dass die Entwickler das ebenfalls mit eingebaut haben, dass man die Tiere auch streicheln kann. Und füttern. Und ich bin schon wieder weg. Nicht, dass der eine sich da oben jetzt wieder aufregt. Dass ich im Weg stehe. Oh, das ist eine Seite. Von dem Almanach. Und was wir auch noch machen müssen. Bei Person irgendwie L1 oder so drücken. Ja, wo ist die Seite? Da oben. Da. Sehr schön. Band 2, 1 von 4. Oh, da fehlen noch einige Seiten. Wir sollten ja L1 drücken. Bei gewöhnlichen Bürgern. Um da irgendwie was
Aber ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem funktioniert. Entschuldigung. Musste ich gerade mal ausprobieren. Ach nö, Leute, kommt. Der hatte doch kaum was. Das war nur $12. Ist doch jetzt echt nicht der Rede wert. Na gut. Wir konnten ja dieses Buch des einfachen Mannes irgendwie stellen. Da sollte man doch immer L1 drücken bei einer Person, glaube ich, dass es L1 war. Ich kann ja mal nachgucken, ob irgendwie im Menü, ja nicht in diesem Menü, im anderen Menü, in diesem Menü, ob da irgendwie was ist. Ja, da muss ich ja erst online gehen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Befreiungsmission 42%. Karte, Logbuch. Schläger von Boston, Jagd, Abenteurer, Befreiungsmission, Force, Sammelbares, Auftragsattentat, Lieferaufträge, West Point Mission, der Untergrund. West Point muss vor Spion geschützt werden. Okay. Vielleicht gibt's da auch noch was, was wir uns angucken können. Und ich wollte jetzt eigentlich nur die Karte haben. Ich denke mal, eventuell dann in New York werden wir da irgendwas finden. Gehe ich zumindest mal davon aus. Aber auch da werden wir uns noch umgucken. Jetzt aber erstmal bleiben wir bei Boston. Und gehen nun hier einmal rein. Unbekanntes Flugobjekt. Zum ersten Mal sah ich jenes Licht damals in Boston. Ich verkaufte meinen größten Fang der Saison, als das Feuer hinter Beacon Hill aufstieg. Es stieg auf in den Nachthimmel am Mond vorbei. Dann war es weg. Ich war nicht allein. Die neben mir starrten ebenfalls in den Himmel. Die Köpfe so weit geneigt, dass sie fast abfielen, mit offenem Mund. Ich kann nicht sagen, was es war, aber ganz sicher war es nicht von dieser Welt. Okay, die Quelle des UFOs untersuchen. Oh Mann. Ja, man kann hier ein Spielchen spielen. Das ist auch Mühle. Ich probier's mal. Ich habe Mühle echt schon ewig nicht mehr gespielt. Ziel. Ja. Kameratyp ändern, auswählen, bewegen. Probieren wir es mal. Ja, wir probieren das mal. Ach, Wette abschließen. Oh, $20. Ja. Das verkrafte ich. So, taktische Auswahl. Ah, ich habe das damals immer mit meinem Opa gespielt. Der hatte dieses Spiel geliebt. Das hatte immer viel Spaß gemacht. Ich lege mal hier hin. Formen Sie Mühlen, indem Sie drei Ihre Steine in einer Reihe anordnen. Ja, ich weiß, wie das Spiel geht. Ja, das war mir schon klar. Ich muss irgendwie gucken, dass ich es so lege, dass ich auf zweimal die Möglichkeit hätte, eine Mühle zu bilden. Okay, jetzt muss ich hier hinlegen. Hä?
Das sind aber irgendwie andere Regeln, kann das sein? Da, scheiße, das geht auch über Kreuz. Ja, ich kenne das nicht so. Ich kenne das nicht über Kreuz. Na, das war ein Fehler. Ja, genau deswegen. Komische Spielregeln. Okay. Jetzt hier oben hin. Hier hin. Och komm. Willst du mich veralbern? Ich hoffe mal, das ist jetzt so richtig, wie ich das lege. ich habe keinen Stein mehr. Benutzen Sie den Auswahlcursor, um mit einem Spielstein auf die benachbartes leeres Feld zu gehen. Gut, hierhin. Oder war das so, dass man schon beim Aufbau das schon... dass man da schon schmeißen konnte? Ich weiß es echt nicht mehr. Schon so lange her. Ich weiß nur, dass die Steine so beschissen liegen. Dass ich mir damit so gut wie alles verbaut habe. Jetzt wird der den da wieder zurückschieben. Na ja, oder da hoch, da hat er ja auch einer. Stimmt. Ja, ich habe nicht mehr viele Möglichkeiten zu setzen, ne? Ich kann nicht wirklich viel machen. Aber ich spiele das Spiel jetzt trotzdem mal zu Ende. Auch wenn ich so oder so verliere, weil die Steine so behindert liegen. Der hat die Steine wirklich intelligent gelegt. Ich nicht. Ich krieg jetzt auch gar nicht meine Mühle zusammen. Der muss ja hier immer nur hin und her schieben. Der hat dann immer eine Mühle. Ja, oder hier, noch eine. Nee, das habe ich wirklich nicht intelligent gelegt. Da haben wir jetzt so oder so verloren. Gut gemacht. Tja. $20 verloren. Was haben wir denn noch? Was spielt der da hinten denn? Kann ich jetzt nicht wirklich erkennen, was ist das? Neuner Mühle, Experte. Ah, alles klar. Probieren wir jetzt erstmal nicht aus. Oh, das wäre noch eine andere Mission, aber ich möchte jetzt erstmal... noch umgucken, aber... nee, noch eine Runde Mühle lieber nicht. Reden wir mal mit dem hier. Diese Gegend könnte mehr Männer wie dich gebrauchen. Mein Name ist Connor. Das ist ein schöner Name für einen Waliser. Wie ist dein echter Name? Radon Hagedon. Ein starker Name. Benutz ihn doch. Meiner ist Duncan. Ganz einfach. Wenn du genug Zeit hast, dann bitte ich dich, damit weiterzumachen. Diese teuflische Gang muss gestoppt werden. Deine Arbeit trägt Früchte, mein Junge, und ich bin kurz davor rauszukriegen, wer dieses Orchester dirigiert. Irgendwas hat die Leute mehr verschreckt als der übliche Bandenwahnsinn. Komisch, aber du mach weiter so. Okay. Wird erledigt. Mache ich, tue ich. Gehen wir erstmal wieder hier raus. Und gucken uns auf der Karte um. Jetzt möchte ich mal gucken. Was ist hier? Ach,
Das ist nur der, der immer durch die Gegend fährt, okay. Dem kann ich jetzt leider nichts verkaufen, habe ich ja noch nichts. Dann kümmern wir uns mal um diese Befreiungsmission hier. Und gucken dann auch noch gleich nach dem Aussichtspunkt. Ich hoffe mal, wir müssen dann da nicht so weit von weg. Denn dann können wir noch ein bisschen mehr von der Karte aufdecken. Und sehen dann auch noch ein bisschen mehr. Und Schiffsmissionen könnten wir dann auch mal wieder machen. Wäre sicherlich auch nicht verkehrt. Schlägst ja wie ein Mädchen. Red nur, du wirst schon sehen, was du davon hast. Na, komm her. Ah, ich muss den hier befreien, okay. Na, dann hoffe ich mal, dass ihm jetzt nichts passiert. Da kommen aber immer mehr hier. Das gefällt mir nicht. Au. Au. Das tut weh, mein Freund. Und du? Du hast hier nichts zu melden. Ah, klasse. Verdammt! Kann ich den einen jetzt hier nicht mehr abwehren? Ah ja, die bekriegen sich wieder gegenseitig. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, dass die jetzt hierher gekommen sind. Dann können die den schon mal töten. So gut. Aber ich glaube, wir können ihn jetzt erst befreien, wenn wir wieder anonym geworden sind. So wie jetzt. Wunderbar, einen Zivilisten befreien. Erledigt und wir sind jetzt inkognito. Sehr schön. Dann würde ich sagen, auf zu dem Aussichtspunkt. Er ist ja auch gar nicht mal so weit entfernt. Da klettern wir dann hoch. Und sehen zu, dass wir... Da war irgendwo eine Seite. Hier ist eine Seite. Wo? Oh, musst du genau in diese Richtung hier fliegen? Bin beschäftigt, brauch die Seite hier. Sehr schön. Ja, ja, Leute, regt euch nicht so auf. Ich verschwinde doch schon wieder. Aber sehr schön, dass wir jetzt bereits eine weitere Seite schon gefunden haben. Denn die Seiten würde ich auch noch gerne sammeln. In diesem Almanach. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wie ich hier nach oben komme. Aber diese Seite sieht richtig aus. Sieht so aus, als würde ich da auf jeden Fall ohne Probleme hochkommen. Ich hoffe es zumindest. Das ist auch wieder so ein schöner Turm, bei dem man Angst hat, jede Sekunde nach unten zu fallen. Ja, sorry Kumpel, du musst mal kurz aufstehen. Denn ich muss mich hier mal ganz kurz hinstellen und alles synchronisieren.
Wunderbar. Ja, und da haben sich noch einige Missionen aufgetan. Und da ist ein Schatz. Den würde ich natürlich auch noch gerne... Ah, hier unten. Haben. Der ist auch gar nicht mal so weit weg. Hallo Hündchen. Dem kann ich irgendwie nicht streicheln. Weiß auch nicht warum. Vielleicht möchte er das nicht. Soll mir recht sein. Ah, verdammt. Drehen. Noch ein Stück. Ah, jetzt habe ich es wieder total verdreht. Ich hatte es gerade. Jetzt. Mal gucken, was es Schönes gibt. 1250. Alles klar. So, was haben wir noch auf der Karte? Kuriermission, Befreiungsmission, Bürgerwehr, Gemischtwarenladen, Auftragsattentat. Gucken wir uns mal die Kuriermission an. Die würde ich mir gerne angucken. Das dürfte wieder so eine einfache Mission sein, einfach zu jedem die Briefe bringen. Danke dir. So sieht's aus, er sagt nur danke dir, also... Hä? Oder auch nicht? Oder auch nicht? Vielleicht noch abwarten. Ah, hier. Hier. Ist ein bisschen weit verstreut, aber da können wir uns Zeit lassen, das alles zu erfüllen. Wir müssen jetzt nicht schnurstracks von Punkt A zu Punkt B und das hier alles hinlaufen. Wir können das auch auf dem Weg machen, wenn wir eine andere Mission machen und dort vorbeikommen. Dann können wir das auch machen. Und das somit verbinden. Und jetzt gucke ich mir mal dieses Auftragsattentat an. Was wir da machen müssen. Denn da hatten wir bis jetzt auch noch überhaupt keine Mission von gemacht. Was mit dir hier? Hast du Angst vor mir? Was so aus? Da ist jetzt der Gemischtwarenladen, aber den brauche ich jetzt nicht. Da ich, wie ich finde, immer noch ganz gut ausgerüstet bin. Kann es sein, dass ich habe rechts gar nichts ausgerüstet. So. Schon besser. Das Ziel eliminieren. Das mache ich doch mit Vergnügen. Da kommt er nicht hoch. Na, ich hoffe nur, ich bin schnell genug. Ah, der läuft im Kreis. Dann kann es ja gar nicht besser laufen. Ich denke mal, wir machen das mit dem Giftpfeil. Na, verdammt. Musst du wieder so weit wegrennen jetzt. Ja, okay. Dann gucke ich mal diesen Spektakel zu. Und wenn er von denen umgebracht wird, ersparen die mir Arbeit. Und er sieht jetzt nicht so unbedingt so aus, als würde er die jetzt schaffen. Oder ich helfe ein bisschen nach. Oder so, einen Templer finden und eliminieren. Ja, das habe ich ganz allein geschafft. Ich habe ihn selber umgebracht. Natürlich.
So geht's auch. Dann schnappen wir uns in diesem Part noch hier so eine Seite. Und dann würde ich sagen, war's das in diesem Part mit den Nebenmissionen. Und ich denke, im nächsten Part werden wir uns mal zu einem Hafenmeister begeben und wieder in See stechen und eine Seemission machen. Bin schon weg. 3 von 4. Wir brauchen nur noch eine Seite, dann hätten wir 4 von 4. Die ist ganz in der Nähe, dann machen wir das doch auch noch gleich. Dann hätten wir ein Band schon mal komplett. Und das würde mich sehr freuen, wenn wir das dann schon mal geschafft haben. Ah, da vorne fliegt die Seite. Und habe ich dich. 4 von 4. Plan für eine neue Erfindung freigeschaltet. Das ist doch schön. Freut mich zu hören, dass wir nun auch einen Plan für eine Neuerfindung haben. Da können wir dann auch mal gucken, ob wir da noch irgendwo Siedlermissionen haben. Und auch später nochmal zurück in die Siedlung gehen, um uns das Ganze mal anzugucken. Vielleicht können wir dann jetzt einen Konvoi irgendwo hinschicken. Und der lädt gerade, oder speichert besser gesagt, gerade richtig lange. Vom Winde verweht. Achso, weil ich eine Trophy bekomme dafür. Vom Winde verweht. Ich bekomme eine Trophy dafür, dass ich diese Seiten sammle. Auch nicht schlecht. Jetzt noch schnell gucken. Also ganz in der Nähe ist hier auch ein Hafenmeister. Da kann man dann auch schnell hinreisen. Aber ja, denke ich, würde ich da noch machen. Und dann gucken wir uns im nächsten Part mal an, was wir noch für Missionen auf See haben und spielen dann noch eine Runde Schiffe versenken. Bis dahin, ciao!